Hallo, hallo, schöne Grüße. Ja, hallo, Richard. Also wir sprechen heute mit Professor Dr. Rainer O. Neugebauer, dem Vorsitzenden der Überwachungsausschuss der John Cage Orgel Stiftung in Halberstadt. Er spricht mit uns direkt von der Kirche St. Burkhardi, wo Cages Werk Orgel 2 ASLSP seit 2000 und fortlaufend bis 2639 aufgeführt wird. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben, um mit uns diesen spannenden Projekt zu diskutieren. Ich habe mir gedacht, dass wir mehr oder weniger konkret beginnen können. Und zwar, während des Jahres kommen Zuschauer und Zuhörer zu Besuch in der Kirche St. Burkhardi, um die Aufführung von Cages Orgel 2 anzuhören, wenigstens und in diesem Fall zwangsläufig nur teilweise. Wie schätzen Sie Ihre Reaktionen? Kommen Sie in Gruppen, zum Beispiel mit Tourbussen, oder als Individuen oder Kleingruppen? Wie lange bleiben Sie im Allgemeinen? Diskutieren Sie untereinander? Laufen Sie herum? Gibt es Dozenten, mit denen Sie sprechen können und so weiter? Also so Besuchscharakter. Ja? Ja, eigentlich kann ich auf alle Fragen mit Ja antworten. Wir haben im Jahr etwa 10.000 Besucher. 10.000? 10.000. Es kommen eine Reihe von Leuten mit Bussen, die dann auch Führung kriegen. Wir haben spezielle Führungen für Musiker, für Theologen. Die meisten Leute interessiert der Umgang mit der Zeit. Wir haben ja, das muss ich gerade noch mal ein klein bisschen korrigieren, wir konnten erst 2001 mit dem Stück anfangen, weil wir kein Geld hatten am Anfang. Und wir werden es bis 2640 betreiben. Also dieses Organ 2 ASLSP von John Cage. Die meisten Besucher interessiert der Umgang mit der Zeit, etwas, was über die eigene Lebenszeit hinausgeht. Und die meisten Profimusiker, ich führe sehr viele Profimusiker häufig nach Konzerten aus den unterschiedlichsten Bereichen, also aus der klassischen Musik, aus dem Jazz und so weiter, die sind total fasziniert davon, einem Klang mal intensiv nachzulauschen, was sie ja in ihrem normalen Leben kaum machen können. Und sie haben du hast eines angesprochen und das ist ganz wichtig, die Leute laufen in der Kirche herum und hören an verschiedenen Stellen unterschiedliche Interferenzen, Überlagerungen, Obertöne. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel zwei ganz besondere Pfeifen seit 2011. Das sind die beiden Basspfeifen. Und es gibt Stellen im Raum, da hat man das Gefühl, man ist in einem Maschinenraum. Und dann geht man zwei Schritte zur Seite. Und dann hört man den reinen Hamburger Hafen oder New Yorker Harbor. Ja, und das sind, weil das eben keine elektronische Dauermusik ist, sondern es ist gewissermaßen Handmade Music. Ja, das passt sehr gut zu Cages Interesse an Ambientklang und, und Toncharakter. Ja. Also, Sie waren als Hochschullehrer für Sozialwissenschaft mit den Schwerpunkten Politikwissenschaft und Staatsrecht in der Hochschule Herz tätig und erst kurz emeritiert. Herzlichen Glückwünsche. Wie ist es erst passiert, dass Sie an diesem Projekt teilgenommen haben? Ich habe John Cage 1979 live erlebt als Zuschauer in Bonn, in der früheren Hauptstadt Deutschlands. Cage war häufig im Rheinland, in Köln, beim Westdeutschen Rundfunk. Da gab es Musikredakteure, die sehr interessiert waren in moderner Musik. Stockhausen war in Köln und seine damalige Frau Mary Bauermeister, bei der Cage immer übernachtet hat. Und ich habe ihn bei den Bonner Cage-Tagen mit einer Empty Words-Lesung als Zuschauer erlebt. Und ich war total begeistert. Und für mich war Cage zunächst erstmal nur, da ich kein Musiker von Haus aus bin,
jemand, der so aus der Nachfluxus-Dada-Ära kommt, ja, nicht? Marcel Duchamp und solche Sachen, Nam June Paik und zerstörte Klaviere und so etwas. Und als ich dann hier in Halberstadt war und dieses tolle Projekt, das in Süddeutschland, in Trossingen, in einer Musikhochschule erdacht wurde, also dieses Stück Organ 2 Ace LSP mal ganz lange zu spielen, als das nach Halberstadt kam, weil die Kirche hier leer stand, war ich von Anfang an total begeistert und habe mich in der Zeit jetzt zu einem Semi-Ketsch-Experten entwickelt, habe alles über Ketsch gelesen, was ich lesen konnte, das meiste gehört, seine ganzen Interviews mir angeschaut und ja, weil ich das so faszinierend finde. Und Ketsch ist jemand, der mich immer noch wieder überrascht, der mir immer was auf was Neues bringt und von daher, ja, wir haben uns hier gefunden, dieses Projekt und ich, so ja. Kann man das sagen. Das ist eine perfekte Lage, denke ich, ja? Ja, wunderbar. Dieser Raum hier ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Man kann es auch im Video oder auch jetzt im Zoom gar nicht so ganz nachvollziehen. Ja? Also alle Leute, die zum ersten Mal hier in diesen Kirchenraum kommen, sind begeistert und hören dann den Klang und sehen zunächst noch gar nicht mal die kleine Orgel. Die ist in dem Seitenschiff versteckt. Und ja, und die meisten, die kommen, gehen mit einem positiven Gefühl und tragen das weiter. Und das ist für uns auch ganz wichtig, da wir das alles rein ehrenamtlich machen. Wir sind also auf die Spenden der Leute angewiesen. Gut, lassen wir uns jetzt zur weiteren Deutung und Bedeutung dieses Werkes und der Aufführung wenden. Sie haben geschrieben, dass dieses Stück ein Kristallisationspunkt für gegenwärtige Kunst ist und dass es unsere Sinnen und Geist herausfordert. Diese Herausforderung hat teilweise damit zu tun, dass wir keine organisierte Gesamtheit sinnlich wahrnehmen und damit uns ästhetisch vergnügen können, aber am meisten zum Denken provoziert werden. Wie möchten Sie den Lauf des Denkens und seine Wichtigkeit charakterisieren? Ich glaube, Ketsch hat sehr ganz revolutionäre Ideen in Sachen in der Kunst gehabt. Und er ist für mich einer der bedeutendsten Künstler, nicht nur Musiker des 20. Jahrhunderts. Und er wollte die Klänge, die Töne, ja eigentlich alle Dinge für sich stehen lassen und nicht sofort mit einer Bedeutung verbinden. Ja, und er hat sich dabei ja sogar auf Immanuel Kant berufen, nicht, der gesagt hat, Musik und Lachen sind zwei Dinge, da muss man nicht denken, da kann man Vergnügen pur haben. Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung für unser ja, gesamtes gesellschaftliches Leben. Wir stecken überall Sinn rein und wir fragen sofort, taugt das etwas? Ja? Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Und Ketsch setzt dem entgegen eine Utopie der gleichen Würde, der Gleichberechtigung, der Nicht-Hierarchie. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie so viele Musiker und auch Zuhörer hier sich darauf einlassen, diesen Klang zu lauschen, ohne ihn sofort zu interpretieren, ohne sofort zu sagen, oh, jetzt muss ein anderer Klang kommen oder jetzt, wo ist denn die Geschichte dahinter? Ja, Ketsch hat gesagt, doesn't mean anything. Ja, nicht? Und sich auf diese Freiheit einzulassen, das ist, glaube ich, einerseits eine Kritik an unserer jetzigen Zivilisation, an unserer schnellen Zeittaktung. Wir haben dauernd Termine, wir müssen irgendwas machen, alles muss sinnvoll sein, alles muss Geld bringen. Und auf der anderen Seite ist es für mich, da bin ich mit Ernst Bloch, einem Philosophen, der sich sehr mit Hoffnung beschäftigt hat, einig zu sagen, es ist etwas wie eine Utopie, eine Vorschau, eine Hoffnung auf eine zukünftige Gesellschaft, in der nicht alles instrumentalisiert ist, in der nicht alles Zwecken unterworfen ist, in der nicht alles nur nach dem Geld bewertet wird. Gut,
Das ist genau die Richtung meiner nächsten Frage. Tatsächlich kommt tritt Kant in meiner nächsten Frage vor. Also in der Kritik der Urteilskraft hat Kant die erste Stufe einer Erfahrung des Erhabenen beschrieben als das Gefühl einer Kleinigkeit oder Kraftlosigkeit angesichts der unbegreiflichen Immensität oder Kraft der Natur selbst. Sehen Sie die Erfahrung der Unvernehmbarkeit der Stücken als ein Ganzes, als eine Erfahrung des Erhabenen in diesem Sinne. In dem Film Sabine Goschups Yahtzee 639 hat eine Theologin sich geäußert, dass die Erführung, Zitat, eigentlich nur Sinn für den ganz großen Zuhörer da oben hat. Wie schätzen Sie die Tatsache, dass der Maßstab der Aufführung mehrfach größer ist als der eines menschlichen Lebens? Fühlen wir dabei unsere eigene Kleinigkeit mit Bezug auf der Natur? Und wenn ja, was hat eine solche Erfahrung für Signifikanz? Ja, also diese Erfahrung macht jeder. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Als ich 2011 gewissermaßen als Dirigent zwei Organisten, also zwei Leuten gesagt habe, sie sollen die beiden Basspfeifen, die 16 Fuß C-Pfeife und die Des-Pfeife einstecken, da war mir klar, wenn ich Glück habe, kann ich das Ende der C-Pfeife, weil das nämlich die 36 Jahre ununterbrochen spielen muss, vielleicht noch erleben. Aber das Ende des Klangs der Des-Pfeife ist außen vor, nicht? Weil 60 Jahre oder 59 Jahre und 11 Monate habe ich nicht mehr. Ja? Also man wird eingereiht in ein großes Kontinuum. Ich fand ganz toll, was Sie am Anfang von Kant zitiert haben, aus der Kritik der Urteilskraft. Das ist etwas, was etwa in der kritischen Theorie bei Theodor Adorno auch wieder aufgenommen wird. Dass in dem Kleinsten und in dem Genauesten und in dem vielleicht nur Bruchstückhaften, in dem Fragment, wenn wir etwa an Benjamin denken, ja, nicht? Dass dort eigentlich ein Kern von Wahrheit drin ist und dass man dort der Wahrheit vielleicht näher kommen kann. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ja in der Philosophie seit Jahrtausenden eigentlich da ist. Also Cage hat sich zum Beispiel auch mit Meister Eckhart beschäftigt, ja, der einen ähnlichen Gedanken hatte, wo er sagte, eigentlich in jedem Stein, in jeder Pflanze, ja, ist ein Teil von Gott. Das ist jetzt religiös gedacht. Und zu der Geschichte mit dem, eigentlich kann es, gibt es nur einen einzigen Zuhörer, der das im Ganzen hören kann. Ich bin ein radikaler Atheist, aber in diesem Falle wäre ich dann skeptischer Agnostiker, werde dann also sagen, vielleicht gibt es ja doch den Gott dort oben, der das im Ganzen gehört hat und vielleicht sehe ich den später einmal und dann kann ich mit ihm unterhalten über die Teile des Stückes, die ich nicht gehört habe und das ist der größte Teil. Ja, also es macht einen auch ein bisschen offen. Ja, wenigstens lohnt es sich teilweise, unsere eigene Erfahrung von der Perspektive subspicie aeternitatis zu anzuschauen. Ja? Genau, ja, das ist völlig richtig. Und das ist ja auch, also diese Offenheit der Cage'schen Kunst und unserer Realisierung jetzt von Organ 2 ASLSP ist natürlich auch eine Offenheit für die allermöglichsten Deutungen. Ja, und über viele dieser Deutungen hätte Cage wahrscheinlich gelacht oder ich glaube, er hätte es mit Humor genommen und hätte gesagt, okay, macht das ist eure Sache, ihr könnt das machen, ja, nicht? Weil es natürlich auch immer wieder die Kritik gibt, gerade weil Cage keine Intention und keine Rhetorik, keine Geschichten erzählen wollte. Er hat ja der klassischen Musik immer vorgeworfen, dass sie immer sofort Geschichten erzählt, ja, nicht? Und gerade weil das so ist, verweisen wir darauf hin, das, was wir hier machen, ist einfach nur Luft und Zeit, ist einfach nur der reine Klang. Und alles, was man dann empfindet oder was man drüber nachdenkt oder wie man sich damit auseinandersetzt oder wie man das kritisiert, das kommt hinzu.
Und da ist, glaube ich, Cage war ein sanfter Anarchist. Er wollte nicht, dass alle Menschen so denken wie er. Er hat gesagt, lasst euch mal drauf ein, hört mal den Klang, ohne gleich nach anderen Klängen zu gieren. Ja? So, nicht? Und das kann man hier, glaube ich, ganz gut machen. Man wird letztlich auf sich selbst zurückgeworfen. Ja, okay, Sie haben die Kompositionspraxis von Cage charakterisiert, komplett richtig meine ich, als eine Art Dekomposition, in der die Subjektivität des Komponisten zurückgenommen werden soll und in der, wie schon gesagt, die schillernde Vielfalt des Nichtstrukturierten hervortrat. Ich habe vielleicht eine komplexe politische kritische Frage mit Bezug auf diesem Projekt. Also Sie haben auch Theodor Adorno in Minima Moralia folgendermaßen zitiert. Fast könnte man sagen, dass vom Tempo, der Geduld und Ausdauer des Verweilens beim Einzelnen, wie schon gesagt, Wahrheit selber abhängt. Wobei Adorno die Wahrheit eines freien Lebens im Kopf hatte. Durch ein solches Verweilen beim Einzelnen haben Sie weiter vorgeschlagen, mit Bezug auf diesen Zitat, finden wir möglicherweise ein Symbol für eine utopische Gesellschaft, in dem die Menschen sie selber sein gelassen werden, ohne Heteronomie und Herrschaft. Wir begegnen, Zitat, die Idee einer besseren Zeit, in der die Angst abgeschafft ist. In unserer streng kompetitiv, ausbeuterisch und produktionsorientierte Gesellschaft kann man sehr leicht damit sympathisieren. Aber jetzt die kritische Frage. Ist eine Gesellschaft der reinen Einzelheit oder Besonderheit, ohne Organisation, Rechte und so weiter, möglich oder begehrenswert? Ist begrifflicher und sozialer Anarchismus vielleicht auch ein Rezept für die weitere Gewalt? Wie vergleichen Sie das, was wir von Cage lernen könnten, mit dem, was wir von Beethoven oder Schönberg, die andere Helden von Adorno, lernen können? Kann man sagen, wer wichtiger ist, Cage oder Beethoven, für unsere Zeiten? Ich glaube, im Moment ist Cage wichtiger. Und zwar, Sie haben richtig darauf hingewiesen, ich glaube, eine Gesellschaft ohne Angst, eine befreite Gesellschaft, eine Anarchie im positiven Sinne, also Anarchie, dass wir uns an die vernünftigen, solidarischen Regeln halten, ohne dass es eine gewaltsame Macht, einen Staat braucht. Eine solche Gesellschaft braucht ganz starke, ganz ichbewusste, ganz sozial engagierte Menschen, aufgeklärte Menschen. Ich erlebe die heutige Zeit als eine Zeit, die ja total geprägt ist von Vorschriften, von Ordnungen, von Gewalt, kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit. Wir haben das schöne Beispiel gerade in den USA, ja, nicht wie versucht werden, Konflikte ja, mit auch den verschiedensten Mitteln der Agitation, Propaganda, Lügen und so weiter auszufechten. Und angesichts der Übermacht des Organisierten, des Gewaltsamen, des vielleicht auch Angstbesessenen und des Kriegerischen, halte ich im Moment Cage aus meiner Sicht für ein bisschen wichtiger als Beethoven und Schönberg. Ich hoffe, dass wir mal irgendwann in einer Gesellschaft leben werden. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, in der wir dann alle gleichberechtigt nebeneinander, der eine in Schönbergscher Manier die 12 Töne erzeugt und auf der anderen Seite Cage mit seinen Zufallsoperationen, Chance Operations, eben seine Töne erzeugt. Und ja,
diese Vorstellung einer Gesellschaft, einer zukünftigen Gesellschaft, ist ja ein ganz schwieriges Problem. Und gerade so jemand wie Adorno und auch Benjamin haben ja immer wieder davor gewarnt, ja selbst so jemand, wie der so ganz konkret war, wie Marx, ja, Karl Marx, haben sich eigentlich geweigert, auszumalen, wie diese zukünftige Gesellschaft ist. Und was heute ansteht, aus meiner Sicht, und da bin ich mir einig mit der kritischen Theorie, ist die Kritik derjenigen Verhältnisse, die eine solche Gesellschaft verhindern, die dagegen arbeiten. Und eine solche Kritik kann auch nie nur eine individuelle Kritik sein. Nicht? Also auch da ist der solidarische Gedanke und der Gedanke der Organisation ganz wichtig. Und gerade Künstler, die sich ja häufig als Individuen erleben, erleben jetzt gerade, dass sie auch, wenn sie nicht solidarisch sind, auch untergehen, ja, unter den Corona-Restriktionen. Und ich bin jemand, der auch selber ja politisch engagiert ist. Ich war hier auch im Stadtrat tätig und ich weiß, wie wichtig Organisation, Solidarität, Zusammenarbeit ist. Aber unter diesem Gesichtspunkt, ja, der Mensch ist ja nicht nur ein Mensch. Man macht viele Dinge, man spielt viele Rollen, man hat viele Sachen. Ja? Und eine dieser Bereiche in meinem Leben ist das, was ich mit Cage und mit den Cage'schen Ideen und mit diesem Kunstwerk verbinde. Und wie gesagt, da würde ich Ihrer Frage sagen, im Moment halte ich Cage für wichtiger als Beethoven und Schönberg. Die werden genug gefördert, die sind genug da. Wir müssen im Moment für Cage kämpfen. Und später gibt es dann keine Kämpfe mehr, sondern dann steht alles gleichberechtigt nebeneinander. Gut, das ist ein fantastisches Schlusswort, denke ich. Lassen uns nur hoffen für eine durch Cage hervorgetretene Umkehrung in des Bewusstseins oder sowas. Also vielen Dank und viel Glück bei der weiteren Aufführung. Ja, das war es.